Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ein weiteres Interview von der Intermod. Jetzt ganz spontan mit Erik Peters, dem Motorradreisenden. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, erzähl uns doch bitte gerade so ein bisschen das, was du machst, wie lange du es schon machst und ja, mit wem du es auch machst. Ja, ich nehme mal das Mikro. Also ich mache das Ganze jetzt seit ziemlich genau 10 Jahren. Das fing in einer Phase an, als ich mal total die Schnauze voll hatte von meinem Job. Ich habe seinerzeit dann mir eine alte Yamaha ersteigert und bin von Köln nach China gefahren und habe darüber ein Buch geschrieben und das hat mein Leben halt komplett verändert. Und seitdem, ich kam zurück, habe ich mir gedacht, okay, nichts war mehr so, wie es war. Ich habe dann alles hingeschmissen und seitdem mache ich halt tatsächlich Motorradreisen beruflich. Das heißt, ich habe 2 Bücher geschrieben, mache Filme über meine Reisen und bin halt von der ersten Stunde an mit unter anderem Yamaha, das ist eins meiner Motorräder, die 1200er ZE, die XT, und halt auch mit Heidenau unterwegs, oder nicht mit Heidenau, mit SW Motec. Und mit SW Motec, wie gesagt, war ich jetzt dieses Jahr in Island und auf Kuba unterwegs und da habe ich eine Menge erlebt. Ja, wie viele Kilometer hast du jetzt abgespult mit deinem Motorrad jetzt? In diesem Jahr vielleicht schon? Dieses Jahr komme ich so ungefähr auf, ich weiß nicht, ich zähle eigentlich gar keine Kilometer mehr. Also in Kuba war ich etwas über 10.000 Kilometer unterwegs. Dann war ich noch auf Island. Also ich schätze, dieses Jahr waren es so um die 30.000 Kilometer. 10 Jahre schon, Wahnsinn. Und deine Bücher, wie heißen die? Bücher ist Cologne, Shanghai und Oman, Island. Aber damals wollte ich eigentlich schon einen Film drehen, habe aber dann bei einer Flussdurchquerung in der Mongolei die Kameraausrüstung hat mein Kumpel verloren. Und ja, da habe ich erstmal 2 Bücher geschrieben und seitdem habe ich aber irgendwann nochmal die Entscheidung getroffen, auf Filme wieder umzusteigen. Und seitdem gibt es halt auch meine Filme und die findet man, wenn man Interesse hat, auf motorradreisender.de. Und das heißt, du fährst immer mit deinen Freunden und nicht mit einem richtigen Kamerateam? Nee, ich mache das immer alleine. Ich mache genau wie ihr, filme ich halt auch mit relativ kleinem Equipment. Das heißt, ich habe auf dem Motorrad halt auch wenig Platz, um große Kameraausrüstung mitzunehmen. Und ich mache die Touren auch meistens alleine. Das heißt, nur selten ist jemand dabei. Und es ist halt dann auch unglaublich viel Aufwand, einen Film zu produzieren, wenn man keinen dabei hat, der einen kameratechnisch unterstützen kann. Das glaube ich. Mit welchen Kameras filmst du? Wenn wir das vielleicht kurz noch... Bislang habe ich mit den Canon 5D Mark III gefilmt und ich werde aber dieses Jahr wahrscheinlich oder jetzt für die nächste Reise werde ich wahrscheinlich nochmal wechseln. Bin noch am Überlegen, wohin, wahrscheinlich zu Sony. Okay, was steht als nächstes für eine Reise an und wann? Oh, ich habe mehrere Sachen jetzt im Kopf. Das hängt ganz davon ab, ob mein Kumpel, der mich auch in Alaska schon begleitet hat, ob der nächstes Jahr kann. Wir hatten mal ans Himalaya gedacht. Und ich würde dieses oder beziehungsweise nächstes Jahr gerne nochmal ein europäisches Thema in Angriff nehmen, weil gerade mein Schottland-Film so gut angekommen ist und viele Leute mir gesagt haben, mach doch bitte nochmal irgendwas in Europa, weil viele Leute das dann halt auch einfacher nachmachen können oder nachfahren können. Und da bin ich halt auch gerade am Planen. Und was genau, wird sich nächstes Jahr zeigen. Ja, spannend. Darf mal ran? Ja, klar. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast für dieses schnelle und spontane Interview. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir alles Gute für deine kommenden Reisen und viel Spaß natürlich. Ja, danke.